man machen. Also ich hatte schon welche, die waren hier beim Fahrtechnik-Workshop 2017. Kam 2018 wieder und ich sage, ah, da bist du ja wieder. Ja, ja, ich mache das noch, weil ich habe das gar nicht geübt. Also liegt halt an euch. Das ist so, wir machen spielerisch ein paar Sachen. Ganz wichtig, es kommt nicht darauf an, was ihr heute könnt. Niemand wird das bewerten, was ihr könnt oder eben nicht könnt, weil jeder ist auch so ein bisschen mit sich selber beschäftigt. Wir fahren jetzt da vorne mal hin und dann unter der Straße durch auf den Parkplatz da drüben. Ich werde hier noch ein Besen organisieren, weil für den Fall, dass da ein bisschen Schotter liegt, wir werden ganz hinten an der Ende haben wir so eine lange Gerade, ich sehe mal so 100 Meter, links und wieder 100 Meter, werde ich ein bisschen die Kurven freimachen und dann wird einfach mal erstmal im Kreis gefahren und dann wieder und dann geht es irgendwann irgendwie richtig los. Ihr werdet heute nichts kaputt machen. Ihr werdet auch die Übungen, wo es so ein bisschen Überwindung kostet und so, wo ihr sagt, das ist aber schon komisch, die machen wir mit Turnschuhen. Einfach, dann fühlt ihr euch sicherer, dann kippt keiner zur falschen Seite um. Und alles Weitere sehen wir dann vor Ort. Da oben seht ihr, da ist der Zugspitzblick. Das ist eine relativ steile Straße. Und wir werden einfach versuchen, danach dort hochzufahren, aber so langsam hochzufahren, dass es nicht wehtut und das bestenfalls noch im Stehen. Fahrrad nach vorne geht, wie du das gerade gemacht hast, so, weißt du, so überm Rad, dann aufpassen, rechte Wade, Kettenblatt, ne? Dann, also jetzt, du hast jetzt Beinlinge an, da sieht man es nicht. Ich habe mal Leute mit weißen Beinlingen, die hatten dann schwarze Kettenmarken auf den weißen Beinlingen, sieht dann noch beschissener aus. Und wenn ihr die auf der Wade wahrnehmt, gucken, ui, Spucke, wegreiben. Also das ist so ein Ding, gibt Leute, die tätowieren sich das, aber wie gesagt, die neue Hipster-Generation des Radsports tut sich jemand ein bisschen schwer mit, der seit 45 Jahren Radsport macht. Grundsätzlich zum Kurvenfahren. Das ist das, was wir zuerst machen. Also ihr werdet jetzt sicherlich hier mal 10 Minuten, Viertelstunde Minimum erstmal fahren und dann auch langsam immer schneller werden. Wir haben fast keinen Wind. In die Richtung geht es leicht hoch, da geht es leicht runter. Wir fangen an mit links rum. Also wie auf der Radrennbahn links rum fahren. Ihr kommt da an, fahrt die Kurve an, sucht so ein bisschen die und dann da wieder hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Ihr werdet merken, die ersten 2-3 Runden, so ein bisschen komisch. So, und wenn du dann weißt, nach der 7. oder 8. Runde, okay, da liegt kein Schotter, weil den habe ich weggekehrt, da ist kein Schlagloch, da ist kein Öl, die Kurve da unten ist auch trocken, das ist die schnellere Kurve, also die ist eigentlich die wichtigere, so für die Fahrtechnik. Zwei Sachen, Linkskurve, wo ist das rechte Pedal? Unten. Ihr sitzt auf dem Fahrrad, ja, aber euer Körpergewicht, quasi der Druck, ist auf dem kurvenäußeren Pedal unten, also der Hintern berührt schon den Sattel, also ihr fahrt da jetzt nicht so halb im Stehen, sondern ihr habt wirklich den Druck auf dem Pedal, die Hände sind locker und ihr schaut in die Kurve rein. Wer fährt Motorrad? Beim Motorradfahren heißt das auch, du guckst immer dahin, wo du hinfährst und umgekehrt. Eine Theorie noch, warum ist das so wichtig, dahin zu gucken, wo man hinfahren will? Gesetzt den Fall, schnelle Rechtskurve, vielleicht ist dann so ein bisschen nass, du fährst dann und merkst, boah, ich schaff das irgendwie nicht. Das wird zu weit. So, dann hast du drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, oh fuck, du hast ein bisschen Schräglage, merkst aber, oh, ich habe Angst, mehr Schräglage, dann rutsche ich ja weg. Also machst du so auf, bremst, guckst, da ist dann der Baum oder die Mauer und dann fährst du auch genau dahin. Das tut immer sehr weh. Die zweite Möglichkeit wäre, du siehst, oh scheiße, es ist irgendwie eng, gib den Druck aufs kurvenäußere Pedal, also in der Rechtskurve dann das linke, guckst um die Kurve rum auf die Mittellinie und drückst und fährst einfach, also das passiert dann automatisch, du fährst dahin, wo du hin willst.
Dann gibt es die Möglichkeit A und B. Möglichkeit A und B. A ist, du rutschst gar nicht weg, sondern schaffst und sagst, wuh, durchgekommen, also nicht in die Wand gefahren. Oder Möglichkeit B, es ist ein bisschen glatt und slippery, das heißt, das Vorderrad, Hinterrad, vielleicht auch beide fangen an zu rutschen und du rutschst weg. Was passiert dann? Dann geht intuitiv, wenn du jetzt nach links fallen würdest, geht die linke Hand raus, das heißt Hand, Ellbogen, Schulter, Hüfte und Knöchel. Das sind, und Knie, also das ganze Bein eigentlich. Du hast 6 Körperpunkte, die die ganze Energie aufnehmen und du rutschst ja dann auch weg. Also das ist kein stumpfer Aufprall-Impact, sondern du rutschst. Was passiert? Du hast natürlich viel Haut weg, deshalb sind rasierte Beine im Radsport nicht ganz unwichtig. Aber das ist deutlich weniger schmerzhaft, als in eine Mauer oder in einen Baum reinzufahren. Also das ist immer, das kleinste Übel ist dann wegrutschen, ein paar Reibekuchen, denkst du, ach fuck, zu schnell gefahren. Aber sich da so ein bisschen rantasten, ihr werdet dann merken, in der 5., 7. Kurve, ihr werdet auf einmal immer schneller, da so in die Kurve rein, von hinten kommt Kamikaze und heizt einen um, tut mir bitte nicht fallen. Also ich habe auch wiederum nicht, ich glaube, das hat jetzt keiner hier gemacht, im Normalfall lasse ich alle Teilnehmer an so einem Workshop vorher einen Haftungsausschluss unterschreiben. Weil ich sage jetzt mal, gesetzt im Fall, du fährst ihr voll rein, ihr Rad ist kaputt, dann fällt noch einer drüber, der hat dann Schlüsselbein und Verdienstausfall. Dann kommen sie alle, ja, ich habe das ja mit dem Wüst gemacht, dann kriege ich ein Anwaltsschreiben. Herr Wüst, Sie haben die Fahrer und Fahrerinnen in eine gefährliche Situation gebracht. Auf eigene Rechnung und Gefahr. Und jetzt geht's los. Ja, ist ja besser. Also ich habe einfach gesagt, mal kurz anhalten, weil dann immer so zwischendrin und dann eben fast einen umgelaufen. Es ist letzten Endes, ihr werdet es gemerkt haben am Anfang, du musst dich einfach trauen. Und wenn du dich aber einmal getraut hast und dann merkst du, dass es geht, traust dich beim nächsten Mal nochmal und beim nächsten Mal nochmal und beim 5., 6. oder 10. Mal, dann musst du dich gar nicht trauen, weil das gar nicht mehr irgendwie so komisch ist. So, ihr merkt, wichtig bei sowas ist Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Skills, das habe ich gestern gesagt. Wenn sie noch nicht da sind, erwerbt euch die Skills, macht es so oft, wie ihr ihnen vertraut. Und natürlich auch Vertrauen, dass da eben kein Ölfleck ist, keine Kuh über die Straße rennt, kein Kuhfladen liegt, kein Schlagloch ist, kein Schotter. Das konnten wir jetzt ausschließen. Aber ich habe gesehen, schon einige, würde ich sagen, okay, ihr braucht das eigentlich gar nicht, aber einfach immer mal so zu machen in der Gruppe, wenn es angeboten wird. Kann ja auch eine Gaudi sein. Die wichtigsten zwei Komponenten, ich sage es jetzt nochmal, Druck aufs kurvenäußere Pedal. Sobald du hier oben sitzt, ist ja, also was auf den Rädern unten lastet, ist immer gleich, ist immer Systemgewicht, Fahrer plus Fahrrad. So, wenn ich hier oben sitze, dann fühlt sich das aber so an, ob das physikalisch so, weiß ich nicht, ich bin ja auch kein Wissenschaftler, sondern Radprofi gewesen, dann fühlt sich das irgendwie nicht so
ganz sicher an. Sobald das Gewicht da unten ist, das ist als sei der Schwerpunkt auch ganz da unten und desto tiefer der ist, desto fahrstabiler wird dein Fahrrad. Also es fährt von alleine dahin, wo du hinguckst. Dann die Blickrichtung, das habe ich ja zwischendrin mal gesagt, so such dir mal einen 10 Meter vor dir, der eine gute Linie fährt, versuch dran zu bleiben, weil wenn der nicht wegrutscht, rutscht du auch nicht weg. So, das ist natürlich, kostet Überwindung am Anfang, aber irgendwann wird auch das normal. Das ist wie Skifahren. Wer von euch fährt Ski? Ja, super, ich nicht. Schwer. Ja, genau und, so schwer. Ja, ja, ist genauso schwer, aber es macht ja erst Spaß, wenn du es kannst. Und Rennradfahren, also wenn ich so, ich sag mal, wenn ich so wie einige ängstliche Anfänger, die ich in meiner langen Coaching-Karriere hatte, wenn ich so Rennrad fahren würde, dann würde ich gar nicht Rennrad fahren. Weil das macht ja dann gar keinen Spaß, wenn du den Schwung nicht mitnimmst aus der Kurve, wenn du immer körperlich besser sein musst, um mit denen zu fahren, weil du technisch so viel schlechter bist. Weil sich körperlich weiterzuentwickeln, das ist viel mehr Aufwand, als vielleicht mal so ein paar Technikübungen zu machen. Ich hatte eben angesprochen, die Vollbremsung. Das ist jetzt so ein, ich sage jetzt mal so ein kritisches Thema. Ich empfehle, wenn ihr mal Fahrrad fahrt. Ihr fahrt jetzt hier im Tannheimer Tal irgendwie schön mit Rückenwind da raus, geht hin in der Senke, da fahrt ihr auf einmal 38 und habt 200 Meter weiter habt ihr einen Baum vor euch. Also rechts steht ein großer Baum. Dann empfehle ich, guckst du mal über die Schulter da hinten, kein Motorrad, ganze Straße frei. Dann gibst du mal ein bisschen Strippe, kurz anlatschen, fährst du 48 und dann ist der Baum dein Bremspunkt. Bevor du dann in die Eisen haust, guckst du noch mal hinten frei und dann gehst du mal richtig in die Eisen. Können wir hier auch machen, da können wir auch drei oder vier Fahrtspuren, dann die einfach mal losfahrt und an einem Bremspunkt, ich würde dann hier und da drüben und vielleicht da von jemandem eine Flasche hinstellen, dass man dann einen Bremspunkt hat, dass man sich so ein bisschen darauf konzentriert. Weil bei der Vollbremsung ist ja klar, wir haben zwei Bremsen, eine Vorderradbremse, die ungefähr 70% der Bremsleistung bringt. Und eine Hinterradbremse, die halt den Rest bringt. Idealerweise beide gleich bis kurz vorm Blockieren. Wenn die Hinterradbremse blockiert, habt ihr einen langen schwarzen Streifen hier. Da sind eure Mäntel oder Reifen oder was ihr auch immer fahrt, dann haben die halt irgendwie ja, gelitten. Steht euch frei, das so zu machen, wie ihr wollt, aber greift mal beherzt in die Bremsen. Vorderradbremse ist so ein Ding, wenn die blockiert, was passiert? Fliegst du über den Lenker. Wenn du merkst vorne, oh, das ist zu viel, dann lässt du einfach los, dann rollst du ja weiter. Das ist so das Wichtige, dass ihr aber wisst, wo ist denn mein Grenzbereich? Weil wenn du einen Bremsweg von 30 Meter haben könntest, aber immer 50 brauchst und bei 1,40 Meter steht ein LKW quer, dann fährst du da rein. Oder fällst halt auf die Fresse, weil du es halt nicht kannst. Das einfach mal checken. Dann zweite Sache, Einstellung der Bremse. Also es gibt viele, fasst mal Unterlenker. Und dann zieht man eure Bremsen. So, wie weit zieht ihr? So, ja. Also ist bei allen jetzt, ich würde mal sagen, so im Lauf des Normalen. Es gibt welche, die haben hier vorne die Bremse und hier ist maximale Bremsleistung. Also so, die packt sofort. Was ist das Gute daran? Nichts. Da gibt's nichts Gutes, ich erkläre auch gerade warum. So, wenn ich jetzt hier fahre, so, ich habe jetzt hier, oder ne, lasst erstmal euren rechten Arm hängen. So wie ich, macht man den linken Arm, also die linke Hand auf den Unterarm. So, und jetzt seht ihr da unten, das ist so, jetzt streckt ihr mal die Hände, die Finger und dann merkt ihr, wie sich da Sehnen bewegen. So, und die gehen halt, Sehnen und Muskel, geht hier über die Schulter bis hoch in den Nacken. Häufigstes Problem bei langen Abfahrten, boah, ich habe so Nackenschmerzen. Ja gut, weil du vielleicht auch die ganze Zeit so fährst. So, ihr habt halt gemerkt, also hier war schon Feedback, boah geil, so rantasten, das geht und es geht fast immer noch mehr. Irgendwann sind der Physik natürlich Grenzen gesetzt. Es stehen, achso, die Flaschen sind gerade geholt worden, okay.
Gut, du brauchst eigentlich keine Fahrtechnik, weil wer das kann, also wer kann das, am Fahrrad zu stehen, außer mir? Sonst noch? Die Kerstin, die ist bei mir im Team, die hat früher Kunstradfahren gemacht, die kann das auch. Die kann auch viel mehr. Warum kann das auch? Ja, also das ist so ein Ding, wenn ihr das könnt, dann seid ihr quasi eins mit dem Fall, dann gehört das zu euch. Wir haben das als Schülerfahrer halt immer mal geübt, so an der Ampel und da gab es halt auch noch keine Klickpedale, sondern hat sie noch die Haken und Riemen. Das heißt, wenn wir da an der Konzentration dann nicht schnell an den Fuß vorne. Schön. Und es gibt halt so ein paar Übungen. Ne, ich fange anders an. Die wollen alle am liebsten schnell Radfahren. So schnell Radfahren ist ja geil, so boah, gerade berg runter, berg hoch sowieso, da ist das zwar anstrengend, aber ihr seid gut trainiert. Die nächste Übung, ihr habt alle eine Trinkflasche mit. Ich mache direkt die zwei Übungen vor. Ich komme mal von da, aber ganz, ganz langsam. Ich nehme die Flasche erstmal hier ab. So. Die glatte 4, also nicht durchgefallen, ist, ihr rollt auf die Flasche zu. Bei Rechtshändern ist das rechte Bein gestreckt, rollt vorbei und werft sie um. Dann ist die nächste Übung halt die Flasche aufzuheben und die dritte dann die Flasche wieder abzustellen. Und wenn du das kannst, da. Ja, es geht. Was hat das zur Folge? Du musst relativ, also um die Flasche abzustellen, musst du halt relativ langsam fahren. Wenn du langsam fährst, bist du automatisch wackeliger. Da sind wir wieder bei dem Langsamfahren, was zum schnellen Radfahren auch dazu beiträgt. Wenn du sie nur umwirfst, fährst eine Geschwindigkeit X, wo du dich wohlfühlst, 20, weil du übst ja gleichzeitig auch Beweglichkeit auf dem Fahrrad. Das heißt, hast nur eine Hand am Lenker, musst dich dann irgendwie so nach unten beugen, das machst du auch nie. So, und dann triffst du aber die Flasche und sie fällt um. Da ist der erste Jauchzer, yeah, ich darf vom Kindergarten in die Grundschule. Dann das nächste, du rollst vorbei und hebst die auf. Also dann, was passiert? Auge-Hand-Koordination. Also die Flasche ist da, wie schnell bin ich, wann muss ich runter, wann muss ich zugreifen, um sie hochzunehmen. Das ist ein kleines bisschen schwerer. Und der dritte halt, da musst du halt ganz langsam fahren. Ich habe auch beim letzten Mal hier da so einen Kieselstein, den kann man auch aufheben und vorbeifahren. Aber ich sag mal, von 5 Mal schaffe ich das auch nur 3 Mal, weil 2 Mal greife ich dann auch daneben. Gut, ich habe dann noch ein Auge zu, weil ich nur noch eins habe. Und die nächste Übung, die wir danach machen würden, wäre, wir fahren mit dem Vorderrad rechts um die Flasche und mit dem Hinterrad links, ohne dass die Flasche umfällt. Und andersrum fahren wir dann mit dem Vorderrad links um die Flasche und mit dem Hinterrad rechts, ohne dass die Flasche umfällt. Auch das, du musst langsam fahren. Du musst überlegen, wie stehen denn meine Pedale, damit ich jetzt nicht, ich mach's jetzt mal vor, mit dem Pedal irgendwie dann so da rumfahre, so und dann und so dann die Flasche umkicke. Also es sind ganz viele Sachen, aber das ist eben, es fährt langsam, es ist wackelig, du denkst über Sachen nach und das ist genau das, was dabei hilft, das irgendwann mal alles automatisch zu machen. Also sucht euch ein bisschen Platz hier, wir haben ja ganz viel, stellt eure Flasche hin, werft sie um. Nochmal der Tipp, wer ist Rechtshänder? Oder nee, wer ist Linkshänder? Das sind dann weniger. Okay, Linkshänder wäre dann linkes Bein gestreckt. Weil wenn ich jetzt als Rechtshänder da die Flasche habe und habe das Bein hier oben, dann komme ich ja nur bis hier. So komme ich ja viel tiefer. Also dann ist das Bein nicht im Weg. Ist häufig am Anfang, macht man es automatisch falsch. Deshalb sage ich, dann könnt ihr direkt richtig anfangen. So, husch husch, verteilt euch. Viel Spaß. Ich wollte gerade sagen, wer würde denn einen seiner Turnschuhe opfern oder zwei? Also ich meine, wenn da einer, da kann man drüber fahren und die gehen halt nicht kaputt. Ja, genau. Ja? Wer hat denn da die Schuhe so schön auf diesen Sack gestellt? Die Schmarrer. Super, also wirklich, Alter, das ist der Zack, das ist auch gut. Bleiben die Sohlen da, oder? Nee, das habe ich gemacht, damit der Sack nicht wegfliegt. So stimmt. Ich zieh mal eine Hose an, damit der Sack nicht wegfliegt. Ja, 2 Meter Luft, dann ja. Badeschuhe.
ging. Fahr die 130. Also wenn schönes Wetter. Guck mal, kostet gleiche und hast du zwei Verpflegungen mehr, kannst du mehr essen. Wenn es irgendwo möglich ist, so lange am Stück zu fahren, also mit den Verpflegungspausen, dann ist es halt bei so einem Radmarathon, weil du hast immer eine Gruppe, du hast immer irgendwen, dann kannst du ein bisschen Windschatten fahren. 2, 3, 4, 5 Frauen. Macht das unter euch, ich brauche eine Freiwillige, die nicht so viel Angst hat. Nein, das ist... Heike, du? Ja? Weil du kannst auch Mountainbike. Wir fahren jetzt mal da oben hin und dann guckt ihr, was wir beide machen und dann sucht ihr euch einen Partner und dann macht ihr das auch. Das hat auch wieder ein bisschen was mit Vertrauen. Könnt auch ein bisschen Körperspannung. Ich erzähle das gleich. Aber es geht nicht auf, es sind nicht genug Frauen da. Ja, Pech. Ich komme aus Köln, ich kann beides. Man sieht so, das ist die Körperspannung, aber das sind halt so Übungen, weißt du, Körperspannung, Gleichgewicht, so ausklicken, klack, Fuß auf den Boden, fertig. Wer sich nicht traut oder sonst wie, macht's bitte mit mir, weil das geht. Heike, du bist eh die Nächste jetzt, komm. Oh Gott, nee. Und ansonsten sucht euch einen ungefähr gleich großen Partner, das macht's einfacher, aber grundsätzlich... Kleinen Gang, idealerweise in die Richtung, weil da ist man mit einem halben Tritt, hat man direkt wieder ein bisschen Geschwindigkeit. Sobald es wackelig wird, nicht schreien, den anderen loslassen und umfallen, sondern einfach losfahren. Einfach langsam ranfahren. Erstmal dran zu fahren. Ganz klar, der vorne fährt, dem passiert gar nichts. Also dem kann gar nichts passieren. Wenn du als Vordermann merkst, oh, da ist der Druck jetzt und der geht nicht weg, weil ranfahren, wenn du dann dran bist und dann wegzufahren, wie ich das gerade gemacht habe, das ist das Normale. Nur um das halt intuitiv richtig zu machen, musst du das wahrscheinlich 10.000 Mal machen oder 5.000 Mal. Also das ist so ein Ding. Aber es einmal zu fühlen, dass man A, wieder wegfahren kann und B,
B, wenn der Vordermann spürt, der Druck wird zu viel, Vordermann ganz kurz, zack, einmal kurz beschleunigen, dann fährt er nicht mehr 13, sondern auf einmal 18, ist er weg, hat der Hintermann das Vorderrad frei und fällt nicht. Ihr werdet eh nicht fallen, macht es erstmal langsam, idealerweise auch immer wieder von oben nach unten, weil dann kann der Vordermann leicht rollen, dann kann man sich ein bisschen trauen. Es kann sein, dass ihr zwei- oder dreimal hier runterfahrt und immer nur, oh, bist du einen Zentimeter dran, oh, ne, lieber doch nicht. Es kostet Überwindung. Aber wenn ihr euch einmal überwunden habt, dann wisst ihr, ah, okay, das ist gar nicht so schlimm. Und dieses Wissen dann mitzunehmen in irgendwelche Veranstaltungen, das ist allemal besser als du fährst Oberjoch hoch, irgendwie in einer Gruppe, vor dir geht einer aus dem Sattel, der schiebt dir das Hinterrad rein, du fällst auf die Fresse, weil du nicht weißt, was du machen musst. Deswegen, aus diesem Grund machen wir das. Das ist letzten Endes immer eure Sicherheit. Sucht euch... Also ranfahren und ein bisschen schleifen lassen. Ja, ein bisschen schleifen, also so ran, so wie du halt sicher bist, wenn du halt so mehr... Und wenn du vorne halt merkst, hinten der Druck geht nicht weg, kurz beschleunigen, so wie ich das gerade jetzt mit Michael gemacht habe. Und ja, versucht's. Zu Hause seid, sagt, ach komm, wir fahren jetzt eine Runde Rad. Und dann fängt es voll an zu schiffen. Dann fahr nicht Rad, wenn du irgendwie in der Nähe eine Tiefgarage hast oder eine eigene Garage. Fahr ein Auto raus, mach einfach eine Viertelstunde so einen Scheiß mit deinem Fahrrad. Setz dich auf dein Fahrrad, fahr langsam oder fahr gar nicht. Aber das braucht halt die Übung. Und wenn ihr das, was ihr heute so an Vokabular, an Redewendungen mitgenommen habt, wenn ihr das lernt, dann könnt ihr, also zu Hause lernt, immer wieder übt, in Schrift und Wort, dann könnt ihr vielleicht irgendwann auch die Sprache Radsport richtig. Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einem Radrennfahrer und einem Rennradfahrer. Hier würde ich sagen, sehe ich jetzt ganz viele Rennradfahrer, weil du ein Rennrad fährst, bist du ein Rennradfahrer. Wenn du ein Klappradfahrer bist, hast du ein Klapprad. Wenn du ein Mountainbiker bist, hast du ein Mountainbike. Aber ein Radrennfahrer ist halt jemand, der all das, was wir jetzt heute gemacht haben, der kann das in- und auswendig aus dem FF, das überhaupt, den kannst du nachts um drei wecken und sagen, so, mach. Und dann macht er das. Oder halt den Bein. Ja, dann kannst du den Sack auch so ein bisschen hochstellen.
Toilette, weil du hast auch, ich bin gerade gefragt worden, wie macht man es mit dem Essen diese Woche? Also wegen des Radmarathons, esst einfach. Also jetzt nicht irgendwie, ah ja, ich verzichte jetzt abends auf Kohlenhydrate und dann mache ich am letzten Tag Carbo-Loading oder so. Und desto härter das Bums. Also wie gesagt, einfach anbrennen. Wir sammeln uns unten nochmal, dann fahren wir unten da über den Parkplatz am Radweg schön vorbei am Fischteich nach Dannheim rein. Und dann einfach Empfehlung für heute. Also ich werde drei Sachen machen, wenn ich nach Hause komme. Ich werde ins Bad gehen, werde mir ein schönes Bad einlassen, schön heiß. Schön 10 Minuten in der Badewanne liegen. Dann werde ich mich abtrocknen und nackig ins Bett legen und 2 Stunden schlafen. Und danach mal gucken, so Kleinigkeit essen. Ich bin gestern auch gefragt worden, Massage. Also wenn man sich massieren lässt, sind es gerade so Massagen, die was bringen, die halt auch körperlich ein bisschen wehtun. Dann eher Donnerstag oder Freitag. Nicht jeden Tag vor dem Wettkampf, wenn man das nicht gewohnt ist. Müsst ihr machen, dann könnt ihr es. Genauso ist es mit dem Reifenwechseln. Also, wer Sonntagabend immer Tatort guckt, das ist, sind mehr als man glauben möchte, dann nehmt euch einfach ein sauberes Vorderrad mit und dann nimmst du, musst du mal, machst du halt einfach, guckst Tatort und wechselst zu lange den Reifen rein, raus und dann für den Schlauchreifen. Der Grenzbereich, also wenn du mal so Kurven fährst, ne, wir haben ja beim Fahrtechnik-Workshop dann auch so Kurven, da musst du ein bisschen schneller und noch ein bisschen schneller und dann traut man sich was. Der Grenzbereich kündigt sich besser an. Also man merkt mehr, wo es dann so, der fängt so ein bisschen an zu radieren, der Schlauchreifen. Ich lasse ihn einfach mal rumgehen. Dann können wir mal fühlen, auch wieder, wie das Profil das ist jetzt, lass einfach mal rumgehen. Also der ist auch von der Öl-Schon-Profi-Mischung. Man kann da auch 8, 9 Bar, der hält wahrscheinlich 12 Bar aus, die man nicht fahren sollte, weil dann hat man deutlich weniger Grip und kein Komfort. Aber das ist einfach mal so, das gibt's alles. So, und sie ist halt am Rad, das ist ganz praktisch. Ja, mein Rad, ne, so puristisch, also hier sowas nicht und sowas nicht und das nicht und auch keine Blinklämpchen und gar nichts. Hast du hier hinten im Rücken, in der Tasche ist super, irgendwie ein Auto fertig an der Ferse hinten drauf und genau die Pumpe bricht dir dann 2 Rückenwirbel. Also ich würde euch empfehlen, in die Trikottasche solche Sachen nicht reinzumachen. Gibt auch immer die Diskussion. Vor allen Dingen nicht in die Mitteltasche. Nicht in die Mitteltasche. Ja, aber die andere auch, dann quetscht sie halt die Niere oder bricht sie in der Lupe. Also alles Harte, was du hinten im Trikot hast, vermeiden, wenn es geht. Mach es einfach anders. Weißt du, dann hast du in der Mitteltasche die Kurve. Deutlich einfacher. Das macht keinen Sinn. Erstens dann immer, du machst den auf einer Seite drauf und ziehst das Ding ganz nach vorne. Also quasi jetzt da nach vorne. Dann hast du hier den ganzen Schlauch quasi rausstehen, weil du bist jetzt draußen irgendwo auf der Straße, das ist dreckig, jetzt hast du einen neuen Schlauch, ein bisschen Luft drin. Und dann legst du den Schlauch da unten rein. Dann legst du nicht da auf die Straße, sondern legst du da rein. Und dann ist der auch safe. Und dann fängst du hier oben beim Ventil an. Und steckst das Ventil dann dadurch. Ja, und dann, der ist glaube ich schon mal montiert gewesen, hier der Schlauch. So, steckst den da so rein, schwuppdiwupp. Und dann lässt du wieder ein bisschen Luft ab. Normalerweise puste ich dann immer so im Mund auf. Also so viel, wie du mit dem Mund reingepustet bist, so viel hast du dann an Montagedruck, nenne ich halt immer. Ja, ich pushe jetzt immer so rein. Ich habe ja nur Kartuschen. Kann man auch einen Witz machen? Ich nehme nur Kartuschen, ich nehme keine Kartuschen. Den Stuhl habe ich mir jetzt nicht dabei. Ja, ich setze mich dann auf eine mallorquinische Mauer oder so. Dann drückst du den einfach immer so mit den Fingern nach unten und dann so zack, nach vor, nach vor, nach vor. So.
Ja, halt, und irgendwann wird es dann halt ein bisschen eng. Also hier so von der Fingerkraft, das sieht man hier so. Und dann nimmst du dann halt einen Reifenheber, setzt den einmal auch ganz gut. So drauf. Quetscht den Schlauch kaputt. Ja, gut, das macht man manchmal. Also ich jetzt eigentlich nicht, aber da eben den Reifenheber. Und dann machst du Luft drauf. Erstmal ein bisschen. Du hast jetzt safe mit dem Tatort. Genau. Ja, beim Tatort, also das wäre jetzt relativ. Dann kann man erzählen, wie du fühlst. Ja. Ich mache dann immer ungefähr. Nächste Tatort kommt am Sonntag. Machen will, kommt er rein, zack, und dann machst du diese Kettenpeitsche, ich hab die glaube ich da drin. Und dann musst du dich ja festhalten und dann drehst du den Ring ab und dann kannst du das Rüssel abnehmen. Und was könnte ein Nippelspanner sein? Ist einer, der auf die Brüste guckt? Oder? Das kann er auch. Also hier bei dem Rand ist so als kleiner Hint, da wäre ein Nippelspanner jetzt total unnütz. Das geht bei dir nicht. Ja, bei dem Rand dann schon. Nippelspanner ist, ich zeige euch den mal, das ist ein Nippelspanner. Kommt man so drauf, ne? Und dann drehen. Hier sind große Lücken. Und die würdest du dann, wenn hier die Speichennippel sichtbar wären, würdest du so, und dann kannst du die damit spannen und entspannen. So, zum Transferieren von Laufrädern. Das sind also Nippelspanner und Kettenpeitschen, das sind ganz normale Werkzeuge. Können. Hast du so für Empfehlungen mit Trittfrequenz und Übersetzungen? Also klar, Übersetzung angepasst, am Riedbergpass, da fahre ich eh nur 4 Stundenkilometer, also da ist die Trittfrequenz so 50, oder fahre ich eh fast alles im Stehen. Aber langsam. So, wir haben das ja letzte Woche beim Fahrtechnik-Workshop dann auch geübt, also im Zugspitzblick hochzufahren, im Stehen, aber so langsam, dass es nicht wehtut. Empfehlung ist, zwischen 75 und 95, da bist du eigentlich, da machst du nichts verkehrt. Ich war eher untertourig. Fahrer, die eine gute Kraft haben, auch Kraftausdauer, die fahren meistens so gerade im Alter so ein bisschen fauler. Das ist, wenn du 400 PS im Drehmoment hast in deinem Porsche, dann musst du auch nicht immer im zweiten Gang zurückschalten. Dann drückst du halt mal im vierten ein bisschen aufs Gas und dann kommt der. So wie du dich wohlfühlst. Also wenn er sagt, ja, du musst 95 fahren und immer, und dann so, dann hast du da vor dir so einen Nähmaschinentypen und der wackelt aber mit dem Arsch dann immer so auf dem Sattel, weißt du, weil er die Rumpfmuskulatur nicht hat, um das alles so umzusetzen, auch motorisch dann nicht so auf der Höhe ist. Fahr so, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du sagst, auch jetzt einen leichter wäre schön, dann schalte einen leichter. Jetzt zwei dicker wäre auch schön, dann schalte zwei dicker. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich auf das, einfach auf das Gefühl verlässt. Aber da bin ich ja wieder dabei. Die Hobby-Sportler, die macht sich ja immer, ja, und dann muss ich das und dann noch die leichte Kette und die 7 Gramm weniger. Mach so, wie du denkst. Und natürlich ist es besser, einen 34er mitzuhaben und nicht zu brauchen, als nur einen 28er zu haben, sagen, scheiße, warum habe ich nicht wenigstens den 32er mitgenommen? Also lieber haben und nicht brauchen, als umgekehrt. Und ansonsten hilft natürlich auch eine gewisse Grundlagenfitness, sprich eine gewisse Kraft. Steh einfach auf und wenn du morgens die Zähne putzt, dann machst du nichts anderes dabei. Machst du einfach, während du Zähne putzt, machst du einfach mal 2 Minuten lang tiefe Kniebeugen. Langsam. Oder dann halt auf einem Bein oder whatever. Alles, was den Körper stärkt, auch Rumpfstabilität, wenn er dann halt so rum, dann ist dein Körper, die meisten Körper von normalen Menschen, ist wie ein Sack Knochen. Den nimmst du und dann ist dann so Knochen, oder klock, 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 da ist irgendwie so Haltung. Versuch einfach mal, wenn du einen Berg hochfährst im Sitzen, mit einer niedrigen Frequenz zu fahren, 50 bis 60 Kraft, und dann stellst du dir vor, zwischen Bauchnabel und Rückenmark ist ein Gummiband, und da spannst du dann so zu 50% an, so Hälfte anspannen, so ein bisschen Spannung, legst die Hände einfach nur vorne drauf, und dann meditierst du, ich nenne das immer Meditation, wenn ich das mit meinen Trainees mache. Also jetzt fahren wir hier den Berg hoch, bei uns hier Allrad, ist so eine Kippe von 2 Kilometerchen, ist ja so, komm, Meditation. Und dann Hände hinlegen und dann wirklich Tritt und dann fühlst du in dich rein, welche Muskeln bewege ich gerade, welche, da ist der Quadrizeps, und da der Medialis, okay, und dann unten, Gluteus auch, und dann wenn ich dann hochziehe. Also einfach mal in den Körper reinspüren, machen wir meistens gar nicht. Ich habe das lange genug gemacht, ich mache das so, bei mir geht das sofort, aber sich ein bisschen auch mit dem Körper beschäftigen. Was passiert in meinem Körper, wenn ich trainiere, mit dem Trainingsreiz gesetzt habe, was passiert, wenn ich dann direkt danach ein Bier trinke, ist das egal, mir wäre das egal, dann wiederum nicht. Und das sind so diese kleinen Mosaiksteinchen, von denen einige Spaß machen können, einige auch nervig sind, man muss einfach gucken, was passt für dich. Du sagst vielleicht,
Ich fand die immer leichter. Ich fahre dann 36, 28, weiß ich nicht, welchen Deich ich da runterfahren willst und noch treten. So, dann sind deine Hose an und dann. Das war aber. Das war bitte? Machen wir Probes? Den gibt ja kein Leder mehr. Ja, ich glaube, ist jetzt alles dieser Liga. Also, da krämst du dann eher den Hintern. Die Kraftarbeit und Bremssystem sind gleich. Dosierbarkeit bei der Scheibe ist ein bisschen anders. Sie kommt viel schneller, hat bei Nässe nicht unbedingt einen Vorteil. Und dann gibt es noch die Einstellung der Bremse. Also wenn wir jetzt hier gucken, dann ist der Akku rausgefallen. Die Bremse kann man ja hier vorne auf und zu machen. Also die anderen haben so einen Hebel. So, meine Bremse ist im Normalfall so. Das heißt, hier bremse ich jetzt schon mal drei Viertel des Weges. Bremst zwar, aber bremst noch gar nicht. So, um eine Vollbremsung zu machen, muss ich beide Bremsen. Vorne ist ja genauso. Schleif, 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 schleif. So, und jetzt ist hier blockiert und jetzt ist hier blockiert. Warum ist das so? Warum ist meine Bremse, warum bremse ich nicht da vorne? Wenn ihr jetzt alle mal eure linke Hand runterhängen lasst, so einfach runter, jetzt nimmst du die rechte Hand und machst die auf den Unterarm. So, und jetzt streckst du mal die Finger. Streck die mal. Du merkst, da bewegen sich Sehnen. Die Sehnen gehen von da unten, oben über die Schulter bis in den Nacken. Und wenn ich jetzt hier vorne bremsen würde, wäre diese Hand. Also wäre der ganze Arm, Schulter, wäre immer alles unter Spannung. Warum haben die Leute Nackenschmerzen nach langen Abfahrten? Weil häufig die Bremse da vorne irgendwie eingestellt ist. Das heißt, unsere Hände sind natürlich leicht gebogen, das ist, weil wir vom Affen abstammen und früher an den Bäumen gehangen haben. Um sie zu strecken, müssen wir Arbeit leisten. Wenn ich jetzt aber so einen Berg runterfahre, so, mit ziemlich weit gezogenen Bremsen, so, hier hört es dann langsam auf und hier auch, dann hat das zwei Vorteile. Zum einen ist die Hand hier total locker, weil das ist eine natürliche Stellung. Sind auch sehr leichtgängig. Und desto näher ich am Lenker bin vorne, desto besser kann ich den Druckpunkt ja fühlen. Also wenn du da vorne hast, ja keinen Druckpunkt. Hier weiß ich genau, okay, jetzt dann noch so ein bisschen, das ist halt Millimeterarbeit. Das ist halt Fingerspitzengefühl, im wahrsten Sinne des Wortes hier. Und deshalb sind meine Bremsen so weit auf. Was ist